Willkommen, meine Freunde, zur dritten Folge Tektown. Und wieder mal mit dem Dalüschen. Schönen guten Tag, Herr Kugler. Ich hab dich jetzt mal so genannt. Du meintest in der letzten Folge, ich könnte mir Essen bei dir abholen. Ja, ich bin bei, also ich habe das Essen bei mir alles mit. Du müsstest mich aber sehen, ich bin nicht weit weg von deinem Haus, ja. Seh dich. Und das ist das Coole, wenn man zusammen wohnt, weißt du? Da ist er schon, hier. Zick, zick, also in der Nähe zick. Wohnt, ja, reicht. Ich hab ganz viel davon gehabt, und na, das reicht doch erstmal. So, ich brauche jetzt Lava und Eisen. Hast du deine fliegende Workbench noch da oben? Oder komme ich auf den Berg irgendwie auch geschickt? Oder auf meine? Ja, ich brauche gerade eine Workbench. Ja, seitlich einfach hochjumpen, kommst auf meinen Berg. Ja, ich glaube, da komme ich schneller an meine eigene. Copper ist hier überall, aber ich brauche kein Copper. Wie ist das denn im Modpack? Weißt du das? Ist Eisen und Dia wieder ja, so ich selten glaub, ich wie glaub immer? Normal. Oder? Ja, ich glaube wie immer. So, gut, also bei Attack of the B-Team hast du ja unendlich davon. Ja. Hier, ich glaube, das sind die Porkies, oder? Boah, die sind ja schon am Ausrasten hier mit. Ja, das sind die Porkies. Wie heißt diese Kacke? Genau, mit Industrial Craft. Ja, mit Industrial Craft, EU. Ja, stimmt, Atomreaktor schon nice. Die Porkies haben mich. Ja auch schon Dingens fertig. Also die sind ja auch schon mit der Turtle unterwegs. Ah, es gibt ja eine Quarry, gibt's auch, ne? Ja, aber die, da brauchst du ja ein bisschen. Also ich glaube, die hast du ja nicht so schnell zusammen. Nee. Obwohl, die ist, brauchst du, glaube ich, schon Diamanten. So teuer ist die an sich nicht. Nur der Strom dafür halt, ne? Der braucht ein bisschen. So, aber ich laufe durch da die bin, Welt. Dauert's noch ewig. Pferde sind noch hier auf jeden Fall. Ja, ach, bist gerade bei Leo? Ja, vorbei, da hinten lebt er. Ja, da. So, ich muss mir jetzt eine Höhle machen. Höhle suchen, weil ich brauche Eisen. Ich höre dich bauen. Quatsch. Zähl doch nicht. Blöd ist, wir haben kein Lava, ne? Doch, also ich bin mir sicher, dass wir dann den Lavasee hinter uns dann noch haben. Ich sehe. Nee. Ich sehe auch nichts. Wenn du ja gerade bei den Porkies bist, ist ja dann ist eher nicht die richtige Richtung. Nee, bin ich nicht. Ich sehe aber auch auf der Minimap jetzt nicht. Da hinten sehe ich Lava wahrscheinlich. Ist aber ein Stück weg. Da brauche ich aber eh erstmal, wie gesagt, Eizen. Ich sehe hier überall Copper. So, das Haus steht erstmal. Das ist schon mal am Anfang. Da ist das eine Höhle? Nee, das ist ein Teich. Ich will eine Höhle finden. Ich mag das nicht so, Minen selber zu machen. Eine Höhle ist nämlich schon von Vorteil. Ist ja schon viel mehr aufgedeckt. Guck doch bei den Porkies, also weil die haben ja schon angefangen. Die haben einen Strip-Mining-Tunnel unten drunter. Ah, ne, hab ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Iron Gravel Ore. Ah, fuck, ich brauch hier trotzdem Lava. Sonst hätte ich das schmelzen können, glaube ich. Naja. So, ich hab jetzt, Moment, auf. Wie Geh macht mal, man die normale Map auf? Gibt's das ist, gar ach, nicht. Auch mit J, doch, mit J. Ja, mit J, ach so, das meinst du, ja. Stimmt, das ist ja jetzt ein bisschen anders. Die ist aber geil. Ja, die sieht schon gut aus, das stimmt. Hast du die jetzt doch drin, die Map? Ja, ich habe aber die Minimap oben rechts disabled. Und das reicht ach bei mir so. Schon. Ach so. Ja, dann machst du das doch auch. Minimap. Ja, du läufst auf diesen Lavasee zu, das ist der, den ich meine. Ja. Ja, ich habe echt das Gefühl, das läuft flüssiger. Ah, hier ist ein Lavateich. Ja, genau. Jawohl, jetzt brauchst du noch Eisen in der Nähe. Oh, überall Copper, ne? Aber kein Eisen. Das ist echt traurig. Aber hier ist eine Höhle. Copper. Milliarden Copper, wirklich. Da, ich habe Eisen gefunden. Ah, hast du eine natürliche Höhle gefunden? Ja. Sogar drei Stück. Ach, der Regen hat ja aufgehört. Da kann man ja mal wieder Ton anmachen. Sogar drei Stück auf jeden Fall. Vier Stück. Ja, Ton können wir auf jeden Fall wieder machen, stimmt. Es ist immer scheiße mit dem Regen, aber wann kam das rein mit 1.7, ne? Dass man das endlich umstellen konnte? Ja, mit 1.7. Und die meisten Modpacks laufen ja auf 1.6.4. Jetzt habe ich keine Workbench und kein Holz dafür. Alter Schwede. Kann ich die Lava nicht mitnehmen, instant. Aber hier ist zum Glück ein Baum. Kann man sich auf dieser Map auch einfach Waypoints setzen? Achso, Dungeon Map ist gerade an. So, danke, sage ich erstmal. Danke.
So, mach ich mal hier eine Worky Benji. Platziere ich die Hiri. Mach einen Ofen. Eisen. Mach mir dann mit dem Ofen schnell Eizen. Ich hätte Fackeln mitnehmen sollen. Verkohl nicht da rein. So, dann sind hier Schweine, die nehme ich mal mit. Ich habe kein Schwert. Okay, dann machen wir es mit einer Holzaxt, die jetzt auch kaputt gegangen ist. Ich habe das Dickste dabei. Was haben Schweine, wir denn ne, hier? Kühe sind am besten zu züchten, finde ich. Also ja, wenn du einmal Möhren hast, ist ja auch Schweine kein Problem mehr. Ja. Ja, ich finde, hier ist es jetzt sogar für uns, wir haben einen relativ guten Start, was Essen jetzt angeht. Ich Auf finde, jeden 12, Fall. 13 Fleisch oder so, die halten auch erstmal ewig. Aber wir hätten vielleicht ein paar Tiere auch leben lassen sollen. Ja, es leben ja noch zum Glück ein paar. Wir haben ja nicht alle geholt. So, die lasse ich mal da, die Workbench für die weiteren reisenden Menschen auf dieser Welt. Da ist Die ein an dem Slime. Lavasee vorbeikommen, ja. Ja. Muss ich ihn nur noch wiederfinden. Da ist er. So, ein Lava-Eimer müsste nämlich auch erstmal reichen. Ich meine, hier ist eh, mein Factory ist drauf, dann können wir eh wieder die unendliche Energiequelle machen. Und unendliche Lavaquelle. Das geht mit Lava auch? Ja, das ist ja mit dem Magmatic Engine bei Attack of the B-Team und von Mine Factory, der Lava Fabricator. Ja, und dann kannst du damit schon unendlich Energie produzieren. Das meint er. Wobei die Energiequelle total blöd ist. Also ich will die nicht mehr machen, die einfach langweilig ist. Ich will so eine haben, wo ich richtig ein krasses System für habe, weißt du? Wo ich richtig viel gearbeitet habe und dass das. Boah, jawohl, hier sind richtig gute Bienen. Rockhive. Da muss ich aber auch erstmal damit auskennen. Das kriege ich schon hin. Ja, du. So Solarenergie oder sowas mache ich, weißt du? Das ist zum Beispiel cool, wenn du richtig geile Solaranlagen hast, die richtig ordentlich am Arbeiten sind, dann noch ein Chunkloader hier bei uns in der Nähe. Alles cool. So. Jetzt verdoppeln wir Erze, mein Freund. Ach, dann ist Smeltery schon durch. Ja. Wie Iron viel? Ore, Ja, ein Lava-Eimer ist es aber nur, Copper. ne? Das heißt, viel kriegst du eh nicht rein. Ah, der Lava-Eimer hält aber recht gut, soweit ich weiß. So, jetzt brauche ich eh noch. Warte, das ist mir ein bisschen zu nah schon. Hier soll eine Treppe hin. Dann muss hier noch drumrum gegraben werden. Ach ja, Smelt the Reaction. Was sind das noch für Bücher? Ah, noch mehr Bücher gefunden. Alle rein in die Kiste. Ich habe einen ganzen Bücherladen. Kannst du eine Bibliothek aufmachen? Ich habe das World Domination with Open Block sechsmal. Alter. Also ich weiß nicht, weil mich da alles gelootet habe. Krass, ernsthaft, von wem hast du das denn alles bekommen? Ja, ich habe Debitors, Manuel, Maltes, mein eigenes und die anderen weiß ich nicht. Krasser Vielleicht. Ach Scheiß. so, Moment, nein. Ich kann mir vorstellen, was gewesen ist, dass Manuel hat ja Kilian getötet. Das sind ja Ah, auch und dann seine haben wir Bücher. Manuels gelootet, Genau, es kann sein, dass ich einfach die Bücher von allen Teilnehmern. ne? Kann natürlich sein. Dann müsste eins sogar von dir noch sein. Oder hast du deine alle gehabt? Ich hatte, glaube ich, nur eins. Sagen wir mal, es war mein eigenes. Ja, dann wäre ich auch dein Buch, Stibitzer. So. So, Meltery, wie läuft's bei dir? Ah, gleich fertig. Jetzt muss ich noch so ein Teil zum Eingießen bauen. Ja, ich brauche eh Stencil Table. Jawohl, dann gibt's wieder die coole Workbench, ne? Ja. Diese Workbench. Die muss Aber dann ich ja auch finde, gehen. Dingens ist sehr, sehr einfach. Also Tinkers an sich, jetzt dieser, ohne die Smeltery ist super leicht. Ja, das stimmt. So, jetzt kommt Holz brauche ich dafür. Mach ich mir erstmal eine Axt. Erstmal Fackeln. Nicht lange fackeln. Dann, ja. Huhuhu. Ich War der flach. habe 13 Jahre für diesen Witz geprobt. Das jetzt zum 13 Jahre ersten Mal meines drehen Lebens. können. Alles versaut. Warum ist da Blut drin oder was ist das? Dann muss ja wohl Monster wieder reingehüpft sein. Ah ne, Molten Iron ist rot, wusste ich gar nicht. Das ist richtig, ja.
Wozu brauchst du Molten? Achso, Molten Iron kannst du jetzt wieder nur diese Eisenblöcke ändern. Ja, jetzt habe ich es verdoppelt. Und ich kann mir direkt bessere Werkzeuge machen. Dings Construct ist so geil. Könntest du ausrasten. Nee, warte, Stencil Table. Wie immer hatte ich Tinker's Construct. So, hier, fangen wir an. Hier, Tool Station. Da brauchen wir nicht. Stencil. Brauchst nur Holz. Partbilder brauchen wir erstmal, ne? Ja, du fängst an mit zwei Sticks und zwei Holzblöcken, diagonal angeordnet. Habe ich keine Holzblöcke mehr. Ah, da ist ein Baum gewachsen. Gut, gut. Das ist gut, dass ich hier direkt Bäume angepflanzt habe. E echt. Ja, ich habe auch nachgepflanzt direkt wieder. Rubber Sapling, nee, komm, den machen wir erstmal weg. Brauchen wir erstmal nicht. So, Partbild. Ah, was haben wir denn hier? Materials and You. Ich glaube, ich mache mit dir eine Bibliothek auf. So, brauchst du die Bücher vielleicht nochmal wieder? Nochmal was. Brauchst du die Bücher vielleicht auch nochmal wieder oder wenn dir irgendwas Nein, fehlt? Quatsch. Du kannst meine sogar haben, wenn du Bock hast. Ja, ich hab ja alle. Das ist ja nicht zweimal. Doch, für eine Bücherei. Es gibt so schöne Bücherregale hier im Modpack. Ja, stimmt, wo du Sachen reinstellen Ja, und dann kannst, stellst du ne? einfach da die Bücher rein, sieht schön aus. Und dann schreibst du ein Schild drüber. Das ist das Buch von Malte. Das habe ich von dem wieder. Ah nee, ich mach das doch ganz anders. Nee, Moment. Erzählen Sie uns mehr. So eine Form gieße ich ja ganz anders für Metall. Da brauche ich. Wie heißt das? Molten. Dieses Aluminium Brass brauche ich dafür, Ja, oder genau. Gold. Du kannst auch direkt Gold nehmen. Echt? Ja, Gold Ja. habe ich leider eh nicht. Also Gold oder diese Legierung. Molten Aluminium und Copper. Copper habe ich. Ja, aber irgendwie in einem Aluminium. Verhältnis 3 zu 1. Ne? Das weiß ich nicht auswendig. Ich baller da einfach mal welches rein. Warum ist denn Cobblestone? So. Molten Stone habe ich jetzt. Cool. Echt, du hast Cobblestone da reingetan? Das geht? Ja, anscheinend. Molten Stone. Da unten ist Aluminium in so ein Dingens, in so Kies gefangen. Und das kann ich auch nutzen. Was kannst du mit Molten Stone machen? Keine Ahnung, Ja, ich vielleicht denke mal, zwei. wenn du es schmelzen kannst, wirst du doch irgendwas daraus machen können, oder nicht? Eben. Vielleicht kannst du. Ich weiß es nicht. Molten Stone ist ja eigentlich Lava und nichts anderes. Oder? Kann man das so sagen? Ist das, Ja, Lava ist ja also hat es geschmolzener auch in, Gestein. genau, aber hat es in Minecraft denselben Effekt dann? Das meine ich. Ach so, ich weiß nicht. Ne, ich glaube nicht. Das ist bestimmt für irgendwelche Werkzeuge oder Weil sowas. theoretisch könnte es ja dann Stein schmelzen und dadurch die Smeltery wieder antreiben. Ja, theoretisch ja, ne? Hättest du unendlich, aber ich glaube, das ist nicht so. Schön wäre es natürlich. Das wäre auf jeden Fall einfacher, dann müsstest du ja nur noch Kobbel holen. Ja. Komm, ich habe einen Cobblestone reingetan, habe jetzt 8 Molten Stone. Also, läuft. So, ich habe Aluminium, das Baller. Was für ein Verhältnis? Ah, warte, ich kann das Ja, selber 3-1, nachgucken. aber ich weiß nicht, wovon 3 und wovon 1. Aluminium mehr, auf jeden Fall. 3 zu 1, ja. 3 Aluminium, 1 Copper. Das heißt, ich muss da 3. Ich habe nur 2 Aluminium. Aber ich kann trotzdem doch was rausbekommen, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das mischt sich dann nicht. Dann liegt das nur übereinander. Abwarten. Ich hoffe, hoffen. Leben, lachen, freuen. So ein Smeltery ist schon cool, Alter, wirklich. Ja, ich fand es allgemein sehr geil mit diesen überhaupt dann, als die ganzen Modpacks sozusagen rauskamen, was überhaupt noch möglich ist. Also Entschuldigung. ach Quatsch. Also jetzt nehmen wir dann auch mal hier Hexe oder Technik oder sowas, was da alles drin ist, so Ja. und wie sich das entwickelt hat, das Spiel einfach nur ist relativ Das macht krass. halt Minecraft sowas von aus. Du zockst Modpack und dann hast du irgendwann wieder Bock auf Vanilla, dann zockst du Vanilla, dann hast du wieder Bock auf Modpack. Somit hast du einen geschlossenen Kreislauf. Das ist halt der Vorteil an Java, wodurch halt Minecraft ressourcenfressend ist, aber die Mods halt chillig sind. Ja, ich bin gespannt, ob noch mal wirklich so was Großes kommt wie Hexit oder so. Oder auch dieses, was gibt's da noch? Ja, hier Feeds Beast und sowas. So diese richtig großen Dinger. Glaube Ob da schon. wirklich noch mal so ein Hit kommt, sag ich Was mal. eigenes auch, weißt du? Ja. Glaube schon. Molten. Ah, ich habe Aluminiumbrass, 4 Stück. War 3 zu 1 aber, ne? Ja, ich hatte dann wahrscheinlich, haben die ein bisschen genommen. War ja schon mal das Copper drin, Aluminium und automatisch auch. So, dafür brauche ich erstmal aber auf jeden Fall hier. Seared Faucet, 3 Stück. Ich habe eine Höhle Easy. gefunden, Ne? sehr geil. Sehr gut, ohne Witz. Weiß, ich glaube, ich habe jetzt. Ah, doch, hier. Oh, mit 1, dir 2, viel zum 3. Abbauen.
So, dann brauche ich noch den Tisch, wo dann das Erz. Boah, es gibt noch ein anderes Smeltery, ne? Eine viel krassere. Ja, du kannst deine Smeltery ja auch jetzt unendlich viel größer bauen noch. Ja, das ist geil. Ah, da ist der Tisch. Casting Table. Nein, fuck, das reicht nicht. Kann mir aber, glaube ich, eh noch ein bisschen herstellen. Ja. Auf jeden Fall. Fuck, was brauchst du noch? Keys. Nein. Keys mehr. Guck mal bei mir in die Kiste. Ich mache die ganze Zeit Kamikaze runter. Ich könnte eigentlich mal einen Pool hinbauen. Einfach so ein Wasserloch. Ich hoffe, du hast was Keys. Ja, Keys habe ich auf jeden Fall. Ich habe es nämlich noch nicht benutzt. Ich habe es auch nicht mit, das heißt, muss da sein. Ja, 26, kann ich haben. Ja, ja, klar. Danke. Danke, ey. Kein Problem. Creeper, lass mich in Ruhe. Ha. Konnte nicht explodieren, weil er ein Dummkopf ist. Hier habe ich auch dieses Yellow Ride Erz, das was du gestern oder in dem ersten Part hattest. Ich weiß Yellow gar nicht, wofür Ride. Das ist. Ja. Hatte ich noch nicht. Hatte ich auch bei Dingens noch gar nicht gesehen. Attack of the B-Team. Yellow Ride. Habe ich echt gestern sowas gefunden? Ja, wir oder haben. Du meinst Magnetite? Nee, es sind so lila. Nicht lila. Es sind so gelbe Streifen einfach auf dem Block drauf. Ich dachte, das meintest du gestern. Habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen vorher. Ich nehme einfach mal alles mit. Wer weiß, wofür es da ist. Eben. So, Schmelze. Ich brauche noch zwei Stück. Für den hier. Und dann brauche ich noch. Nee. Smeltery Drain. Ja. Dann brauche ich das noch. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Dann halbieren wir das mal, um den Prozess ein bisschen zu verschnellern. Haben wir hier noch Kohle drin? Steht deine Schmelze jetzt einfach auf dem Berg? Einfach so? Nee, die ist unten drunter, versteckt. Ja, aber okay, dann einfach nur in einem Loch. Ja, aber ich will den Raum später noch so schön machen, weißt du, so ein bisschen mystisch und sowas. Mystisch, ja. So kommt das dann dahin. So. Meine Zuschauer freuen sich immer, wenn ich produktiv bin. Auch bei Galaxy. Passiert das oft? Ja, bei Galaxy vor allem. Zum Glück. Ja, stimmt, du bist jetzt auch auf dem Mond, aber da wird dann deine Produktivität eingeschränkt. Ja, leider jetzt ja, das ist die Strafe. Aber egal. Ich hab jetzt mit Glück Tech Town und mal schauen, wie die Rettungsaktion vonstatten gehen wird. Vielleicht wird sie ja auch was Lustiges. Lustig wäre gewesen, wenn Thunder die Rakete gehabt hätte, mit der du zurück hättest kommen können. Ja, das stimmt. Aluminium Brass. Da, jetzt ist das oben, jetzt mache ich hier drauf. Warum geht das nicht? Muss ich das hier komplett nochmal abschließen? Überhaupt richtig? Muss! Los! Gieß und arbeite! Mann, der gießt noch nicht. Mist, muss das immer der unterste Erd sein oder der oberste? Das oberste? Unten wird abgegossen, also unten, unten kommt raus. Ja. Ach so, ich habe das jetzt nach oben getan. Nee, dann musst du nach unten schieben, das was du haben willst. Molten Aluminium. Ja, jetzt funktioniert das auch. Jawollchen. So, Leute, jetzt haben wir nämlich so eine Form. Ingot Cast. Das legen wir jetzt hier rein. Und dann machen wir jetzt beispielsweise das Iron nach unten. 8 Stück. Und dann können wir jetzt 8 Ingots gießen. Obwohl wir nur 4 da drin hatten. Schaut, zack. Ja, läuft doch. Ach, hast du jetzt so eine Form für einen Barren schon gemacht, yep, als erstes? Aber das ist halt im Gegensatz zu dem Pulverizer und dem Redstone Furnace ist das nicht vollautomatisch. Und der Pulverizer, es besteht noch eine Chance, dass du noch ein anderes Erz zusätzlich dazu bekommst. Ach stimmt, der Pulverizer ist aber dann Technikkram, ne? Den gibt es genau hier. Genau. Aber Tinkers Konzertschmelze braucht man eh, sowieso. Deswegen für den Anfang ist es auch super. Ich glaube, ich habe gar kein Lava mehr da drin, oder? Nee, Lava ist leer. Geil. Weil allein schon wegen den ganzen Werkzeugen, die später kommen werden. Oh nein, nein, nein. Habe ich da jetzt gegossen? Aluminium. Rockhive? Ach. Ja, wie baue ich wie baue ich die ab? Du brauchst dafür einen Fächer, so einen Scoop.
Den könnte ich mir auch noch mal machen. Oh, jawohl, ich habe natürlich, also so richtigen Dungeon gefunden, also eine Mine. Cool, sehr gut. Da ein Scoop haben wir. Da brauchen wir Sticks und eine Wolle. Naja, ich habe drei Strings. Wolle noch nicht, aber ich kann mir jetzt eine Schere machen. Und damit können wir die Schafe da scheren. Ja, aber Dalu, wir sind schon wieder bei 20 Ach, das Minuten. ist doch nicht wahr. Das geht Das nicht. ist echt nicht wahr, das kann doch nicht sein, oder? Und vor Das allem, geht viel zu schnell. ich hab da hinten einen Creeper, den muss ich erstmal beseitigen hier aus meiner Insel. Geht so nicht, dass der hier sesshaft macht. Zack, und tot ist er. Ich würde gerne, gerne weiter aufnehmen. So Ja, gerne. an sich würde ich das auch jetzt echt gerne, aber wir wollten ja warten, um mal schauen, ob wir dann beim nächsten Mal noch wen dazu Ja, holen, ne? Kilian oder so, es ist ja da ein paar Leute dazu bekommen. Richtig. Deswegen, ich glaube aber, ich bleibe dann hier in der Höhle drin, weil ich will hier weitermachen. Oh nein, ich Trottel, hab da wieder was gegossen. Hab nämlich noch nicht alles mitgenommen. Dann kann ich das ja hier reintun und schmelzen demnächst. Aber ich habe eh keine Energie mehr dafür. Aber egal. Ja, Dalukat, dann würde ich sagen, verabschieden wir unsere Menschen hier, ne? Jo, aber wir sehen uns ja wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Mann, ich check noch schnell hier ab. Moment, Moment. Ich bin auch So. die ganze Zeit nur am so viel wie geht noch mal kurz Oder sollen wir angucken. ein bisschen länger aufnehmen mit der Folge? Was, ja, wir wissen ja, dass die Folge jetzt zu Ende ist. Wenn es unabsichtlich passiert, ist ja was anderes. Aber ich denke, wir finden ja hier direkt wieder einen Termin. Also sollen wir die hier beenden? Warte! Nein, Warte. da vorne ist eine Fackel. Was ist da eine Fackel? Ja, ich habe auch Wir keine müssen Lust einmal aufzuhören. reingucken. Das ist so Wir müssen was schön. reingucken. Es macht so Spaß. Es ist so schön, meine Freunde. Na, okay, komm, dann Na, okay, verabschiede ich, ja. ja. Ja, es ist vorbei. Es ist vorbei. Gut, meine Freunde, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut beim Dalukat vorbei. Alle Teilnehmer in der Beschreibung, vor allem ja auch Dalukat. Und auch beim Kunga. Ja, und es fängt an zu regnen. Perfektes Timing. Ich mache den Sound mal kurz leiser. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Und tschüss.